Hallo liebe Freunde, ich grüße euch hier auf meinem Kanal. Ich bin der Mike und schön, dass du bei einer weiteren Folge Transportfieber wieder dabei bist. Ja, und in dem Zug geht's. Unser Viehzug. Ja, mit dem fahren wir jetzt noch mit. 162 Einheiten haben hier Platz. Wir schicken den jetzt mal durch dieses Nadelöhr hindurch. Auf die neue Strecke führt man ihn ja hin. Ja, wir haben sogar noch Rot. Das heißt, es kommt wieder einen entgegen. Ja, ich glaube, da vorne schon. Ja, da vorne kommt er nämlich schon. Der Kollege. Die Schranken gehen wieder ziemlich spät nach unten. Ja, und der wird natürlich jetzt da hinten rausdüsen, hinter dem Bahnhof. Ja, die Schranke ist wenigstens jetzt unten. Oh, dieser Baumstamm sieht aber auch noch kriminell aus. Den werden wir jetzt kurz wegnehmen. Ja, das geht jetzt aber nicht. Gut, dann steigen wir hier gleich wieder ein. Im Tunnel drin sieht man schon an. Kleiner Grafikbug. Ja gut, da geht natürlich das Tunnel noch geradeaus. Ja, hätte man eigentlich auch abschließen können. Wir gehen jetzt eh links. Sieht ein bisschen unschön aus, gebe ich zu. Hier überhaupt für Ansicht, aber wir haben eine Cockpit-Ansicht. Auch hinten an der Lok. Hui, das sieht wieder kriminell aus, ohne den Seitenwänden. Ja, wir steigen hier wieder normal ein. Okay, wir fahren zuerst zur Getreide- oder Viehfabrik runter. Ja, ist logisch, wir haben hier freie Fahrt. Hier ist auch ein bisschen ein Gleisbug drin. Unterwegs nach Kassel Anbau heißt das Teil. Ja, hier könnte man vielleicht das Gleis noch wechseln, dass der dann auch ins richtige Terminal rein düst. Dann gehe ich in die 1 rein. Mal schauen, was er hier jetzt alles mitnimmt. Ja, er bekommt 12 Vieh. Die transportieren wir jetzt mal zur Lebensmittelfabrik. Ja, mal gucken, wie gut sich das rendiert und wie Brynja He das aufnimmt. Ja, die Lok tut sich hier ein bisschen schwer den Berg hoch, so wie ich das sehe. Ja, ist ein bisschen leistungsschwach hier. Ich glaube, da müssen wir definitiv noch eine andere Lok einsetzen. Aber ich denke, für den Anfang reicht das mal. Wir können hier hinten eh nicht viel mehr abtransportieren.
Könnt ihr dann eigentlich noch einen zweiten Zug raufschicken? Bis die Linie mal hier richtig anläuft. Kleines Lag. Andernfalls können wir hier die durch eine Elektrovariante ja noch ersetzen. Das wäre auch noch machbar. Ja, hier düst er gerade rein, das ist auch schon mal optimal. Werden wir hier mal sitzen bleiben. Gut, der hat schon etwas verdient. Gucken. Ja, die produzieren jetzt zwei Einheiten. Wenn wir hier sogar noch Getreide hinbringen, können die sogar noch 30 Einheiten mit 20 mal, 10 Getreide und 10 Vieh produzieren. Nur mit Vieh können die 640 Einheiten machen. Produkt. Versuchen wir Lebensmittel abzutransportieren. Ja, die fahren jetzt, glaube ich, wieder alle sich ein bisschen hinterher. Vor allem die beiden hier. Ja, mal kurz schauen, was der Takt sagt. 6 Minuten, ja, das ist schon ein bisschen heftig. Ich denke, da können wir noch ein bisschen optimieren oder noch einen raufschmeißen. Hier jetzt mal noch einen nach hinten. Dann machen wir hier gleich den Fahrzeugersatz und werden die andere Lok auch noch austauschen. Vielleicht auch wieder etwas 140 Pferd. Wie die zum Beispiel. Okay, wieso haben die jetzt schon wieder Brote hier? Die sollten hier eigentlich keine Brote erhalten. Und durch das nehmen die natürlich jetzt auch Brote mit, die LKWs. Das ist aber eigentlich nicht der Sinn dieser Übung, wenn ich ehrlich bin. Gut, dann werden wir hier mal kurzerhand den Fahrzeugersatz einstellen. Dann kriegt ihr definitiv eine andere Lokomotive. Macht eben nur 90. Wir hatten doch hier so eine Orange, genau die hier. Ja gut, die macht 90. 120. Etwas mit 140 möchte ich hier eben schon. Was ist das für eine RE66? Ja, auch. Gut, ich mache wieder nur 120. Die haben wir glaube ich noch nicht. Zollikofen.
Ja, ist einfach im Unterhalt wieder viel zu teuer. Mal ganz nach unten, mal gucken, was wir da noch haben. Und 10. Macht wieder 200. Die sind mir dann doch wieder zu heftig. Doch wieder viel zu schnell. Das brauchen wir nie. Ja, die sind mir einfach alle ein bisschen zu teuer. Die haben wir sicher noch nie. Und 25 sind alle zu teuer. Hector Rail haben wir auch noch. Okay. Gotthard. Alpecin. Die sind ja alle so dermaßen teuer hier. Gibt es auch was, was günstiger ist? Schauen doch noch mal bei den Diesel. Ansonsten nehmen wir den hier, den haben wir nämlich keine Jahreskosten, aber der ist einfach zu lahm wie Sau. Ja, wir nehmen die Captrain hier. Wir nehmen die. Die hat wenigstens ein bisschen, ja, Leistung, aber ohne Wagen bringt's nichts. Werden wir hier die mal nehmen. Stellen wir die auf Vieh ein. Die sollen jetzt nur Vieh mitnehmen. Einstellen und setzen. Weil ich will nicht, dass die hier die ganzen Brote denen wegnehmen. Das kann sie auch nicht sein. Die Brote sollen da rein, weshalb die hier einfach nicht so verdienen. Das ist mir schon ein Rätsel. Gewerbekastel. Moment, wir sind hier am Castle. Die machen eben hier dermaßen Minus. Werden die hier mal ein bisschen downgraden, würde ich sagen. Dass wir hier mal die nehmen. Mit Nahrung. Dann hier dafür ein bisschen mehr Lebensmittel. Moment, jetzt haben sie doch Plus gemacht. Ah, das ist, weil wir die ersetzen. Moment, wir haben hier noch Lebensmittelkassel. Wohin gehen denn die? Ah, okay. Gewerbe. Wo haben wir denn die Gewerbelinie? Hier hinten. Ach, Moment, das sind ja andere. Nö, nö. Ihr sollt schon was anderes transportieren hier. Dann brauchen wir aber da noch definitiv die Fahrzeuge dafür. Dann fehlen hier einfach noch die Fahrzeuge. Die Lebensmittelteile.
Lebensmittelkostli, weil die Lebensmittel verzeugen, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Richtig? Gucken wir mal hier, was hier am Bahnhof los ist. Hamburg haben wir hier ordentlich Leute. Wie viel kann der aufladen? 106. 100 hat der, ja, der wird wahrscheinlich bald mal überfüllt sein. Bei den Fahrzeugen 79 und 100. Geht in die Richtung, was wir wollen. Gut, in der Stadt werden wir hier mal noch mit den 30er-Zonen ein bisschen aushelfen. Mal kurz gucken. Sie hier da mal ein bisschen helfen. So, die mal noch ein bisschen hier zusammenkriegen. Dann können sie ja gut raus. Kommen wir hier? Nee, kommen wir nicht rüber. Wir könnten von hier noch irgendwie drauf. Wenn es dann möchte. Schauen, ob sie da dann auch noch bauen, wie die Verrückten. So, gucken, ob unsere Buslinien hier noch stimmen. Sieht eigentlich alles okay aus, soweit ich das sehe. Ja, und zum Teil Busse machen ja auch schon ein bisschen Plus. Zumindest die hier kommen langsam in Gang. Die anderen sind 50.000 im Minus. Aber umso mehr sie hier jetzt dementsprechend bauen werden, werden die auch ins Plus kommen. Ja, hier drüben haben wir eben auch noch keine. Ladezone. Könnten wir eigentlich die Ladezone mal hier hin machen. Dann können wir hier gleich mal die Brötchenlinie noch ein bisschen weiter aufmutzen. Moment, das war der falsche, den hier hinten brauche ich. Dann gehen wir hier nämlich wieder zurück. Nach da oben und düsen dann hier hin, dem Teil. Dann werden die jetzt noch ein bisschen mehr LKWs bekommen. In der Form wieder mit Broten bestückt. Machen wir mal 8 zusätzliche. Wie das hier weiterläuft, werden wir in der nächsten Folge mal beobachten. Bis dahin wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss!